Für mich war nie die Landschaft, nie die Szenerie, Stadt oder wie auch immer, das Animierende, sondern es war immer irgendwie etwas, was existenziell mit dem Menschen zu tun hatte. Ich brauchte Gleichnisse dazu, nicht Symbole, die man in Vorzeit für sich erarbeitet hat, die irgendwie eine Art von Chiffre ergeben, sondern etwas, was aus meinem Gefühl und aus meinem Wissen, aus dem, was man versuchen kann, da unorthodox umzusetzen. Also die Umsetzung einen hohen Wert sozusagen bei mir erfahren hat dann. Kannst du uns etwas über deinen künstlerischen Werdegang sagen? Ich hatte nie den Wunsch, Künstler zu werden. Da war ich also irgendwie völlig raus aus dem, wie sonst oft junge Menschen eigentlich von vornherein oder sehr früh sagen, ich will das werden. Egal, wie sich das nochmal ändert, aber die das wissen, ich wusste es nicht. In der Schule war ich da nicht gut. Also gerade im Zeichenunterricht hatte ich keine Erfolgserlebnisse. Also von der Seite her hatte ich überhaupt keine Orientierung, aber diese Leute dann, als ich in den Zirkel ihnen begegnet bin, waren eigentlich sehr positiv und ermutigend. Also ich habe dann studiert an der HGB, Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Und das war für mich auch sehr interessant, weil ich da auch was über mich selber begriffen habe. Also wie mein Temperament ist, das habe ich vorher nicht in dieser, sagen wir mal, Radikalität erfahren. Und diese 5 Jahre sind ja eine relativ für ein Menschenleben kurze Zeit, aber für mich war es eine Zeit, die noch kürzer war, dass man auf einmal merkt, dass das, was man da angefangen hat, eine Breite und Tiefe bekommt. Also eine Breite und Tiefe hinsichtlich dessen, das, was einem dann als Bilder einfiel, zuwuchs. Walter, du bist Maler, Objektkünstler, Zeichner. Welche Rolle spielt für dich die Zeichnung? Also die Zeichnung, also wenn du das jetzt so gesagt hast, so genannt hast in dieser Reihenfolge, ist die Zeichnung für mich absolut gleichwertig. Das bedeutet, dass Malerei, Zeichnung und Dreidimensionales im Grunde für mich wichtige Fundstellen sind, um mich auch weiterzubringen. Das meine ich jetzt gar nicht mal didaktisch, sondern ich merke, dass da aus dem einen Kräfte erwachsen, die mich also wieder sozusagen hinführen zu etwas, was für mich neu ist. Und damit ist eigentlich immer ein spannendes, also ich muss nicht irgendwelche Behauptungen wiederholen, sondern ich lasse mich, wenn man so will, fallen und habe keine Unterstützung durch irgendeine Sicherheitsroutine, wie auch immer, und fange von null wieder an. Und das ist für mich eigentlich bis heute Praxis. Es ist deine erste Retrospektive der Arbeiten auf Papier. Welche Rolle spielt für dich diese Ausstellung? Also fantastisch. Also dadurch, dass es 3 Stationen waren, konnte ich da bestimmte Dinge bemerken, die ich sonst nicht bemerkt hätte. Dass man eine Art von Pool hat, die an 3 Orten so anders in der Anzahl und in der Zuordnung sein kann und trotzdem immer eine für mich richtige und stabile Aussage hat. Also Dresden waren es ja im Grunde am wenigsten. Und in Quedlinburg, da ging es nicht also um Zahlen, aber es ging darum, dass diese Orte sehr unterschiedlich sind und
trotzdem das, die Sache stabil gemacht haben. Und hier, wo ich denken würde, ich will das nicht nachrechnen, der kleinste Ort ist, für mich dadurch, dass das Räume sind, die getrennt sind, die aber auf einer Ebene sind, eigentlich die volle Retrospektive und eigentlich auch, ich will das jetzt nicht werten jetzt so sehr, aber irgendwo muss ich es ja, eigentlich auch eigentlich in der Steigerung, wir hatten uns ja mal unterhalten über welchen Ort, welche Zeit und sowas. Und da kann man natürlich auch empfindlich reagieren. Aber ich fand Berlin als letztes, da ist etwas, was im Grunde wirklich vor Ort sich nochmal steigern müsste. Und dass das so gelungen ist, ich meine, da kann ich nur glücklich sein. Also darum, da. Ja.